Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem Game Together Gaming PC AMD Ryzen bla 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 bla. Das sind einfach nur die technischen Daten für 1329 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von der Gru in unserem Videovorschläge-Kanal. Wenn ihr selber auch Vorschläge habt, joint einfach unseren Discord, der Link ist in der Videobeschreibung. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist kein Fake. Das Gehäuse sieht so aus, das mit den drei RGB-Lüftern stimmt auch. Das Einzige, was hier noch ist, man kann hier unten auswählen, noch weitere Bilder. Und da wird halt noch irgendwie eine Wasserkühlung gezeigt. Hier ist tatsächlich eine drin, aber halt nicht diese hier. Genauso keine Vollbestückung mit RAM oder so. Die schreiben aber auch dabei, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Aber sie werben grundsätzlich erstmal nur mit dem Gehäusebild, was völlig okay ist. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Corsair 3000D Airflow Schwarz Glasfenster inklusive 3 RGB-Lüfter. Speziell dieses Gehäuse hatte ich noch nicht hier. Ich hatte schon andere Corsair-Gehäuse hier und die sind qualitativ eigentlich auch meistens in Ordnung. Wir haben ja auch eine Mesh-Front, die Lüfter sind mit dabei, es ist genug Platz im Gehäuse, von daher passt das soweit. Und optisch muss es halt euch gefallen, ich achte immer mehr so auf den Airflow. Und das kostet 86,88 Euro bei Mindfactory. Die CPU ist ein AMD Ryzen 5 7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Das ist ein Prozessor aus der aktuellen AM5-Generation, also der Sockel ist AM5, das bedeutet für euch, ihr könnt bis mindestens 2026 noch auf diesem Sockel arbeiten, falls ihr mal irgendwann upgraden wollt. Es ist natürlich nur ein 6-Kerner. Der reicht zum Zocken aber auch völlig aus. Wenn ihr streamen wollt, rendert bitte über die Grafikkarte oder holt euch direkt einen 8-Kerner. Zumindest einen 7700X, wenn nicht sogar einen 7800X3D. Hat einfach nur den Hintergrund, ihr habt viele Zusatzprogramme. Ihr habt OBS, ihr habt das Spiel, ihr habt Spotify, ihr habt Discord auf dem Laufen, noch ein Chatbot und so weiter. Deswegen geht lieber auf den 8-Kerner, sofern ihr denn streamen wollt. Ihr könnt natürlich auch erstmal nur über die Grafikkarte rendern. Und der kostet 226 Euro bei Mindfactory. Wärmelight Paste, Wärmelight Pads, Thermal Grizzly Cryonaut, gut, muss jetzt nicht sein, ist aber nett, dass es mit dabei ist. Ich habe jetzt einfach mal so eine 1-Gramm-Tube genommen, damit wir einen Preispunkt haben. So viel werden die jetzt nicht da drauf zimmern, aber ist ganz nett, dass es dabei ist und nicht diese Standard-Wärmeleitpaste von der Wasserkühlung genommen wird. Und die kostet 8,12 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühlung ist eine MSI MagCore Liquid 360 RV2. Die hatten wir jetzt vor kurzem schon mal. Das ist jetzt die V2-Variante. Es gab mit der V1 definitiv Probleme, haben sämtliche Seiten darüber berichtet, dass sich da halt Ablagerungen gebildet haben bei den Kühlfinnen von dem Pumpenkopf, dadurch dann auch die Pumpe irgendwann ausgefallen ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie es bei der V2 jetzt abgestellt haben. Für mich persönlich ist es immer noch so, dass ich dann sage, ich kaufe die lieber nicht und nehme eine andere, zumal eine 360er Wasserkühlung hier sowieso nur aufgrund der Optik genommen wird. Für diesen Prozessor braucht ihr einfach keine Wasserkühlung. Da reicht ein Luftkühler, ein Purock 2 oder irgendwie ein AK420, irgendwas so in die Richtung. Muss auch kein großer sein, der hat eh keine große TDP. Deswegen, das hier ist jetzt eher so ein Optikgrund, aber wer das möchte, bitte sehr, dann habt ihr auch mal so ein System. Kühlleistungstechnisch reicht das natürlich ganz dicke aus. Und die kostet 128 Euro bei Galaxus. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Also haben wir hier ein Full-HDX-Board mit AM5-Sockel. Das reicht für diesen Prozessor auch aus. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenadapter, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, LAN-Anschluss und dann halt noch die Onboard-Grafik. Bitte nicht benutzen, nimmt bitte die Grafikausgabe der Grafikkarte. Das Board ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist Full ATX, wir haben kein Micro ATX Scheißboard oder so da drin und es reicht für diesen Prozessor dicke aus. Und das kostet 172,98 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM 6000 MTS Corsair Vengeance 2x 16 GB Dual Channel, schon mal sehr wichtig. Die Timings werden hier leider nicht mit reingeschrieben. Man kann aber über die E-An quasi diesen Artikel suchen und den zeige ich euch jetzt. Das wäre dann dieser hier, 32 GB, super Wahl, 6000 MTS auch super Wahl, CL36,
Muss nicht unbedingt sein. Sie haben jetzt nicht den billigsten RAM genommen, den sie finden konnten. Die heißen ja auch nicht Hightech. Deswegen, der RAM ist irgendwo okay, es gibt aber besseren. Hätte der CL32 oder CL30 gehabt, hätte ich gesagt, überhaupt kein Thema, kann man so machen. CL36 ist so irgendwo die Mitte. Ja, in Ordnung. Ihr könnt es natürlich auch noch umkonfigurieren. Da würde ich euch halt dann raten, nehmt CL32er oder CL30er. Das merkt ihr vor allen Dingen in den 1% Low. Aber mit dem kann man erstmal arbeiten. Und der kostet 104,90 € bei alza.de. Die Grafikkarte ist ein NVIDIA GeForce RTX 4060 und zwar die Gigabyte WinForce OC. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt von der WinForce auch noch die 4060 Ti. Das ist mir eben schon passiert. Die ist aus Versehen in den Warenkorb reingerutscht. Habe ich natürlich wieder rausgenommen, nur die 4060 genommen. Die 4060 ist für den Full-HD-Bereich in Ordnung. Sobald es in Richtung WQHD oder sogar 4K geht, könnt ihr die vergessen. Es sei denn, ihr spielt natürlich E-Sports-Titel. Dafür reicht es noch. AAA-Titel bitte mit der Karte nicht spielen. Zumindest nicht in WQHD. In Full-HD funktioniert das noch. Ansonsten ist natürlich aktuelle Generation von Nvidia. Finde ich auch gut, dass die da nicht irgendwelche Resteverwertung machen. Den FPS-Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 329,26 € bei Elektronis.de. Die SSD ist eine 1000 GB ADATA XPG Gamix S70 Blade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 5500 MB/s und hat TLC-Speicher. 1 TB in dem Preisbereich noch in Ordnung. Die Geschwindigkeit ist top. Braucht man als Gamer eigentlich nicht, aber schön, dass es mit dabei ist. Und ihr müsst halt selber entscheiden, wie viele Spiele ihr gleichzeitig installieren wollt. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kollegen hier, der hatte sich von mir 4 TB reinpacken lassen und hat direkt am ersten Tag 2 TB vollgeballert mit allen möglichen Spielen, die er so hat. Deswegen, wenn ihr so 2-3 Spiele spielt, okay, und dann nicht noch zusätzlich irgendwas installiert, dann passt das. Ansonsten, wenn ihr wirklich plant, 10 Spiele gleichzeitig zu installieren, nehmt eine 2 TB oder so. Und die kostet 79 € direkt bei Memory PC über Amazon. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M 750 Watt Vollmodular 80 Plus Gold. Wie der Name schon sagt, es ist Vollmodular, 80 Plus Gold zertifiziert und hat 10 Jahre Herstellergarantie. 750 Watt, wirklich sehr viel für das System, ist aber nicht schlimm. Das System zieht sich ja nur das, was es braucht. Ihr könnt dann hinterher noch die Grafikkarte erweitern. Denn dieses Netzteil bringt auch schon den neuen Stecker mit für die neuen Grafikkarten, wie zum Beispiel die 4080, die halt diesen 12 Volt High Power Anschluss hat. Ihr könntet hier eine 4080 einbauen, das funktioniert. Ansonsten qualitativ völlig in Ordnung. Und das kostet 106 € bei Mindfactory. Ansonsten, Windows ist nicht mit dabei, könnt ihr euch einfach mit dem USB-Stick installieren und dann einen Key von meinem Partner kaufen, dann habt ihr das soweit. Standardbearbeitung 0 €, 24 Monate Herstellergarantie 0 €. Also nichts Besonderes wie irgendwie 3 Jahre oder Pickup und Return, stinknormale Garantie. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.259,83 €. Und das System kostet 1.329 €. Da seid ihr bei bummelig 70 € Aufpreis, was völlig gerechtfertigt ist. Die Konfiguration, gut, der RAM ist nicht der beste, ist aber auch nicht der schlechteste, muss ich wirklich sagen. Sie hätten ja irgendwie 5.200er oder 5.600er CL40 oder so nehmen können. Das ist irgendwo noch okay. Die 360er Wasserkühlung hat Optikgründe, müsst ihr selber mit klarkommen. Und ansonsten kann ich nicht großartig meckern. Es ist kein MicroATX-Scheißboard verbaut, es ist kein China-Böller-Netzteil verbaut. Das System ist soweit stimmig, sobald ihr halt diese Optik-Sache damit reinnimmt. Wie gesagt, ihr hättet noch Geld sparen können. Nehmt einen Luftkühler für 40 €, hättet dann nochmal 100 € gespart. Ich zeige ja auch öfters Alternativen. Und jetzt werden einige quaken, bei Dubaru ist einer auch mit 7600X 140/70 Ti für 1300. Ja, das stimmt soweit. Hier ist allerdings auch nicht aus optischen Gründen dieser Wasserkühlung drin, sondern ein ganz normaler Luftkühler, der für den Prozessor auch völlig reicht. Dazu haben wir ein A620M Pro RS DDR5. Das ist halt so ein scheiß Micro-ATX-Board. Sieht kacke aus, bringt nicht so viele Funktionen mit. Dazu wisst ihr nicht genau, welche Grafikkarte ihr bekommt und ihr bekommt halt 5600er RAM anstatt 6000er. Die SSD ist auch nicht so schnell wie die in dem anderen Angebot von Memory PC. Und das Netzteil ist ungefähr gleichwertig, das Gehäuse ist das gleiche. Allerdings muss man beim Gehäuse sagen, dass da halt nur ein schwarzer Frontlüfter verbaut wird und ein schwarzer Hecklüfter, was vom Airflow her noch geht, aber es sieht halt nicht so schnicke aus. Ich habe das Ganze jetzt mal nachkonfiguriert, dass diese 4060 Ti bestehen bleibt und die anderen Sachen annähernd an das rankommen, was Memory PC da verbaut hat. Das Gehäuse ist immer noch das ohne die RGB-Lüfter. Ihr habt einen hier in der Front und einen hinten. Der Prozessor ist der gleiche. Den CPU-Kühler habe ich auch so belassen, dass es ein Luftkühler ist und keine Wasserkühlung. Das
Das Mainboard ist das gleiche wie bei Memory PC. Bei Arbeitsspeicher habe ich jetzt etwas besseren genommen. 32 GB ist geblieben, 6000 MTS auch, halt CL30, kostet 25 Euro Aufpreis gegenüber dem 5600er, der hier verbaut ist. Bei der SSD habe ich immer noch die langsamere Kingston NV2 drin gelassen. Bei der Grafikkarte haben wir die 4060 Ti und beim Netzteil halt auch immer noch das 750 Watt. Da landet ihr beim Gesamtpreis von 1368,80 Euro. Zur Erinnerung, das andere System kostete 1329. Jetzt habt ihr hier soweit das quasi angepasst, außer jetzt eben die Wasserkühlung für die Optik und eben die SSD, die ein bisschen langsamer ist. Und das System ist klar teurer, weil eben auch die 4060 Ti da drin ist. Jetzt zeige ich euch kurz die Unterschiede der 4060 gegenüber der 4060 Ti in Full HD in 2-3 Spielen. Bei Resident Evil 4 habt ihr 92 FPS gegenüber 114 FPS. Bei Red Dead Redemption habt ihr 79 gegen 98 FPS. Bei Cyberpunk habt ihr gegenüber 60, 75 FPS. Und bei God of War 69 gegenüber 84 FPS. Und was ich jetzt damit sagen will, ist einfach nur, das System ist auf Optik ausgelegt. Dafür habt ihr halt nur eine 4060 gegenüber einer 4060 Ti. Bei Dubaro habt ihr halt kaum Bling-Bling, aber dafür mehr Leistung. Wenn ihr das System so anpasst, lassen wir die SSD jetzt mal außen vor. Der RAM ist dann halt ein bisschen besser, das Mainboard ist das gleiche, das Netzteil ist gleichwertig. Habe ich ja eben alles schon erzählt. Ich möchte mit dieser ganzen Nummer einfach nur vorgreifen, bevor jetzt jemand sagt, bei Dubaro gibt es das aber billiger mit einer besseren Grafikkarte. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn ihr das anpasst. Wie ihr euch entscheidet, ist euer Ding. Die Systeme sind dann beide nicht zu teuer. Die könnt ihr ruhigen Gewissens kaufen, überhaupt kein Problem. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.